Wie oft bist du am Berg schon umgekehrt? Es ist nicht Feigheit, was der Berg dich lehrt. Fällt auch dem Leichtsinn noch ein Gipfel in den Schoß? Erst im Verzicht zeigt sich der Meister groß. Solange du lebst, führst mit dir selbst du Krieg. Sich selbst gezwungen, schönster Gipfelsieg. Ja, Broad Peak Expedition 2015 vom 23. Juni bis 3. August. Eine Gruppe von Bergsteigern, 14 Mann insgesamt, international besetzt. 5 Spanier, eine Japanerin, ein Amerikaner, ein Engländer, ein Türke, ein Österreicher und 5 Deutsche. Speziell meine beiden Freunde Uwe Kalkbrenner, mit dem ich schon viele gemeinsame Berge gemacht habe, und mein österreichischer Freund Sepp Hausberger. Wir alle hatten den Wunsch oder den Traum, auf einem der 8000er, der 14 8000er zu stehen. Wie gesagt, Broad Peak, in der heimatlichen Sprache Falkang Kangri, 8051 Meter hoch, liegt in Pakistan. Für viele erstmal ein Irrtum, nicht der Himalaya, es ist der Ausläufer vom Himalaya, wo die großen Gebirgszüge Karakorum und Hindukusch zusammenkommen. Allein Pakistan hat 5 8000er, Manga Parbat, die Gashabrums, K2, Broad Peak, wobei Gashabrum und K2 und Broad Peak eng beieinander liegen, am Ende des Goodwin Austin Gletschers. In Verlängerung des Baitoro-Tetschers. Die Gruppe trifft sich in Islamabad im Hotel. Wir werden dort aufgenommen von unserem Bergführer, geleitet durch Summit Climb. Das ist der Julian Bergmann, ein 30 Jahre junger Mann, total engagiert, topfit, wie sich das gehört in so einem Job. Und es ging eigentlich relativ schnell. Wir sind angekommen in ein Hotel, da wurde gar nicht lange gefackelt und es ging gleich auf mit dem Bus Richtung Karakorum Highway. Vielleicht ganz interessant, wir sind da an der letzten Zufluchtsstelle vom Osama Bin Laden vorbei, wo ihn dann mit einem Spezialkommando, einem amerikanischen Spezialkommando, dann der letzte Schuss verpasst worden ist, wenn man das so sagen darf. Und wir sind dann dort vorbei. Karakorum Highway, wenn man den Namen Highway hört, ist das natürlich ein bisschen übertrieben. Es ist eine besser gebaute Schotterpiste, abenteuerlich,
geplant waren 3 Tage. Unsere Fahrer haben das in 12 bis 14 Stunden Einsätzen in 2 Tagen geschafft, ohne irgendwelche Moränenabgänge, so dass man gut durchgekommen sind. Wobei man erwähnen muss, der Karakorum Highway wird von Norden aus, von China, gebaut. Dort ist das schon mit deutschen Autobahnen zu vergleichen. Also total top Zustand, wird von Chinesen finanziert. Die erwarten sich natürlich dann wieder gewisse Gegenleistungen. Der letzte Abschnitt ist Urukas. Da kommen zum Beispiel diese berühmten Edelsteine her. Man sieht das vom Karakorum Highway, diese vielen kleinen Löcher in den Bergen drinnen, wo da die Leute unter wahrscheinlich unmenschlichen Bedingungen diese Edelsteine rausholen. Also wahnsinnig interessant. Immer entlang des Mustang Rivers, ein reißender Strom, der auch aus China kommt, vielleicht auch bekannt durch den Namen Mustangata, ein 7000er, der höchste Skiberg der Welt, den wir 2009, der Uwe und ich, mit dem Ski besteigen durften und auch hochgekommen sind. Das letzte Stück dieser Reise ist dann noch abenteuerlicher, da steigt man dann nochmal um in Jeeps und dann geht es wirklich durch reißende Flussströme durch und bis man dann im letzten Bergsteigerdorf in Ascole ankommt, wo dann noch das erste Mal Zelte aufgebaut werden, wo sich die Sherpas treffen und wo das Unternehmen eigentlich mal so den Anfang nimmt. Jetzt muss man sich das so vorstellen, es ist ungefähr eine Größenordnung, für diese 14 Bergsteiger standen 190 Sherpas. Sherpas ist der falsche Begriff, das sind Porters in Pakistan. Also die Sherpas ist ja eigentlich ein Stamm im Himalaya, wird immer leicht verwechselt. Also bleiben wir bei dem Begriff Porters, wo 190 Porters für dieses Unternehmen zur Verfügung standen und die mit den Lasten, mit der gesamten Ausrüstung, mit Essen, mit Equipment, mit Zelten, mit lebenden Tieren, also die Hammel waren dabei, Ziegen waren dabei, Hühner waren dabei, setzt sich dann dieser Tross in Bewegung. Das geht dann durch Mark und Knochen. Genauso wie diese kleine Begrüßungsrede, die der Chef der Porters da bei uns im Zelt gehalten hatte, die sich einfach dafür bedanken, dass sie diesen Job für uns machen dürfen. Weil es ist ja doch relativ ungewöhnlich, dass diese etwas kleinere Art von Menschen für uns kräftige Europäer das gesamte Zeug dorthin schleppen. We would like to thank you for your good job. Without you, without your help, this expedition would not be possible. And you did a very good job. And we would like to give you a tip, and each porter will receive 500 rupee. I gave this tip. Das machen die gerne, die sind froh und die sind jeden Tag freundlich. Und für unsere Begriffe ist das vielleicht ein Hungerlohn, was die da an so einer Tour mit uns 4 Wochen da in der Eiswüste zu verbringen. Aber für die ist es ein Jahresverdienst, um mit ihren Familien einigermaßen wieder durchzukommen. Dass man mal diese Relationen einfach sieht. Wie gesagt, der Tross setzt sich in Bewegung. Vor uns liegt ein Marsch von einer knappen Woche, knappe 100 Kilometer. Der Baltoro-Gletscher ist insgesamt 80 Kilometer lang. Die ersten 2 Tage geht es noch über normale Tracks, die noch gekennzeichnet sind. Das hört dann am 3. Tag auf, wo man einfach nur noch durch eine Eislandschaft geht. Bemerkenswert an so einer Tour über den Gletscher ist, dass es erstens eine hervorragende Akklimatisation ist. Wir sind ungefähr bei 3000 Meter losgegangen und das Basecamp, das Basislager liegt bei knapp 4000 Meter. Also man bewältigt nur 1000 Höhenmeter. Das heißt pro Tag ungefähr 200 bis 300 Höhenmeter. Aber aufgrund dieses ständigen Hoch und Runters in dieser Eiswüste macht man trotzdem jeden Tag 1000 Höhenmeter. Also man weiß, was man nach 10 bis 12 Stunden Tagesmärschen da hinter sich hat. Vor allen Dingen die Jungs, die das Zeug hintergeschleppt haben. Es wird jeden Tag neu gewogen, bis 25 Kilo haben die auf dem Buckel. Sind flink wie die Wiesel, sind teilweise schneller wie wir, sind sicherer beim Laufen wie wir. Wir sind doch mal ab und zu ausgerutscht, hingeflogen und dergleichen. Das machen die mit ihren riesen Kisten auf dem Rücken, die man ja in den Bildern dann sieht, machen die das federnd leicht, schwingen die sich da durch die verklüftete Landschaft. Let's go.
Hallo, wir sind heute am vierten Trekkingtag, zweiten Tag über den Bal Toro gelaufen und sind jetzt im Goro 2, einen Tagesmarsch nicht mal ganz vom Basecamp des Broad Peak entfernt. Ich dachte ja, wir sind hier die Ersten, die dieses Lager hier installieren, aber anhand dieser zwei Toilettenhäuschen sieht man, dass hier schon ältere Kulturen gelebt haben müssen. Ich als Hobby-Meteorologe, was Julian, wie heißt das? Archäo, sicher? Hobby-Archäologe, erkenne das, das ist alles, wir sind nicht die Ersten. Hier gab es schon frühere Kulturen, die hier auf diesem Gletscher gelebt haben, vor langer Zeit. Heute werden wir noch einen schönen Schafkopfabend verbringen und morgen dann endgültig im Basecamp des Broad Peak ankommen. Da freuen wir uns alle drauf, dass wir endlich mal ankommen. Ja, und wann kommt man im Basecamp an? Da geht es erstmal darum, dass man die Plätze herrichtet. Das ist ja nur Eis, Schotter und man versucht da für seine Zelte eine einigermaßen ebene Fläche herzustellen. Die hält nie lange, nach einer Woche ist die wieder weg, weil ja der Gletscher wandert. Das sind so pro Tag doch ein paar Zentimeter, 20 bis 30 Zentimeter, was der wandert. Also das ist ständig ein Knirschen und Glucksen, was da drin ist. Also muss man das immer wieder seinen Hausrat da in Ordnung bringen. Dann liegt man mal in der Kuhle drin in der Nacht und muss da aufpassen, dass man die da reinrutscht. Etwas übertrieben gesagt. So. Dann geht es nochmal darum, dass die ganze Ausrüstung gecheckt wird, die Zelte werden gecheckt, die letzten Instruktionen werden nochmal gemacht, wie geht man mit Sauerstoff um in extremen Situationen. Es war eindeutig Order gewesen, Sauerstoff wird für den Aufstieg nicht verwendet, sondern nur im Notfall. Also wenn es jemand schlecht da oben geht in 7000 Meter oder höher, dass dann die Möglichkeit ist, denjenigen mit Sauerstoff wieder schnell in eine Lage zu bringen oder stabil zu machen, dass er auch wieder runterkommt. Das war unser Ziel gewesen und das wurde auch von jedem in der Richtung akzeptiert. Dann geht es los, wie das bei solchen Expeditionen ist. Die Lager werden eingerichtet. Geplant waren drei Lager. Lager 1 in ca. 5700 Meter, Lager 2 in 6300 Meter und Lager 3 in 7000 Meter. Das ist ungefähr ein Prozess, der dauert mit allem drum und dran, bis man alles oben hat, 2 Wochen. Man versucht, dass man in den Höhen mal schläft, nächsten Tag nochmal wieder ein bisschen aufsteigt, dann wieder runtergeht, sich ausruht, nach ein paar Tagen wieder aufsteigt, wieder ein Stückchen höher geht und so sich an diese Höhen bis zu 7000 Meter anpasst. Sunday, 12th of July, we are in base camp. The last 3 days a disturbance has been crossing over. We had the first bad weather actually since we left Ascoli nearly 2 weeks ago. So far very lucky with the weather. Nevertheless, we have quite a bit of fresh snow now up on Broad Peak. All the members have so far been sleeping minimum one night in camp 2 at 6250 meters. To complete our acclimatization program, I would like them to have minimum one night at camp 3, 7100 meters. So after our first acclimatization trip of last week, there is one more waiting for us now. We were actually planning to start today or tomorrow, but since there was quite a lot of fresh snow today now and avalanche danger has risen considerably on the mountain, we will delay this last acclimatization trip by 1 day and start the day after tomorrow. You can already see the weather is clearing up. Behind me, K2 is coming out of the clouds, so the forecast is very good until Thursday for enough days. Gives us enough days for our last acclimatization trip and then inshallah we get a window and a chance to try for summit.
we have some technical parts. We have some rocky climbing parts. We will be putting up fixed ropes there. So be careful which ropes you clip into. Really look at the quality of the ropes. If you're in doubt, better clip two than the wrong one. So you mean from Rocky Summit to Real Summit is 2 hours, one way, go and back. One there and back, apparently. Information I got from Felix to Rocky Summit, main summit and back, about 2 hours. Estar aquí arriba que no está muy bien. No va como la. Joder, ¿por qué me ayudé? Come to Catalonia, you will try more, eh? But last piece.
¿Puedes sacar las botas? Your life is important, you know? Yes. Mountain is here many times, you know? We must, your life important is safe. Das lief alles sehr, sehr reibungslos. Wir hatten fantastisches Wetter gehabt. Wir haben teilweise bis zu 30 Grad am Berg gehabt, also viel zu warm. Mussten dementsprechend immer relativ zeitig los, so zwischen 3 und 4 am Morgen, damit man wenigstens im Laufe des Vormittags jeweils sein Ziel erreicht hatte. Denn wenn man später dran gewesen ist, ist man gnadenlos im Schnee versunken. Und es ist eine Quälerei, ehe man aus diesen hüfthohen Schneelöchern dann wieder rausgekrabbelt ist. Wir waren dann eigentlich nach 2 Wochen so weit gewesen, dass man sagt, jawohl, wir haben ein super Zeitlimit, es ging uns überwiegend den Leuten gut, bis sehr gut. Man hat diese üblichen Sachen, Kopfschmerzen und Magenverstimmungen und die Toilette öfter aufgesucht werden muss, gehört alles mit dazu. Aber wie gesagt, es waren eigentlich alle so weit fit für den Aufstieg und es war eigentlich geplant gewesen, dass man Lager 1 schon auslassen kann, weil wir sehr gut akklimatisiert waren, dann in Lager 2 gehen und dort nochmal übernachten und den nächsten Tag ins Lager 3 und dann am Abend noch weiter auf den Gipfel. Jetzt war es leider so gewesen, dass in der Nacht starke Regenfälle waren und die weiter oben dann der Schnee gefallen sind und unsere japanische Kollegin wollte einen Tag eher gehen wie wir, um im Lager 1 nochmal zu schlafen. Und aufgrund dieser Regenverhältnisse, die in der Nacht gewesen sind, war die Lawinengefahr extrem groß und leider bewahrheitete sich das, dass am nächsten Morgen so um 9:30 eine riesen Lawine abgegangen ist und ein Großteil der von Bergsteigern anderer Expeditionen, die in der Nähe waren und auch unsere Japanerin, mit runtergerissen hat, also 7 Verschüttete waren gewesen, leider ein Sherpa, den wir nicht mehr finden konnten und sie lag mit einer schweren Verletzung in der Lawine. Sie ist dort dann unter dem Einsatz ihres Lebens von den spanischen Bergsteigern rausgezogen worden, wieder runtergebracht worden. Wir hatten zum Glück eine Ärztin bei den Spaniern mit dabei gehabt, die sich total engagiert hatte und der Frau dort wahnsinnige Hilfe gegeben hat. Und wir hatten dann ein notdürftiges Lager unten am Gletscher am Einstieg vom Berg eingerichtet. Dann kam Hilfe drüben vom K2, von einer amerikanischen Expedition, die einen richtigen Arzt auch mit hatten. Und sie ist dann, musste 3 Tage unter Drogen am Leben gehalten werden, bis pakistanisches Militär sie dann für $20.000 aus dem Basecamp sozusagen rausgeflogen hatte. Das hat natürlich die ganze Stimmung bei uns ein bisschen schon nach unten getrieben und keiner wäre sich mal so richtig bewusst gewesen, wird das alles noch was, bringt man nochmal den,
die Kraft auf und die Emotionen da auf den Berg nochmal hochzugehen. Es war jedem seine freie Entscheidung und ein Großteil der Truppe hat gesagt, okay, wir gehen nochmal hoch. Und das war der ähnliche Ablauf, war geplant gewesen, dass wir gesagt haben, wir steigen gleich wieder bis zum Lager 2 auf, schlafen dort, nächsten Tag bis Lager 3 und dann soll es am Abend weitergehen. Voilà. Opa. Wie geht's? Ganz gut. Beim Bergauf ist ein bisschen schwierig zu sprechen, aber es geht schon. Frage haben wir noch, Julian. Ich habe jetzt heute nur einen Tagesrucksack dabei. Also so Utensilien wie eine Picknickdecke hat zum Essen. Dann habe ich dabei eine aufblasbare Couch für die Pause, ein Radio, Videorekorder, so tägliche Sachen, die man braucht. Mit dem Schlafsack jetzt, Julian. Der hat jetzt nicht mehr reingepasst, aber das macht nichts im Lager 2 und 3. Da braucht man den noch nicht, ne? Das beheizt, ne? Das ist da Heizung neu eingebaut, ne? Ja. Okay, so Leute, ich muss weiter. Ich muss mal schauen, ob der High Altitude Porter schon da ist mit dem Bier. Und sautusch bei der Hitze da. Sonne ohne Ende. Also, bis bald, gell? Zur Ankunft in Camp 2. Fühlst du?
kann. Dann brauche ich nochmal einziehen. Ich muss es zugeben. Harte Nummer. Aber es war noch 1400, 1500 Höhenmeter. 6250. Ich bin ja im Camp 2.1, das da oben ist. Das sind ja nochmal 50 Höhenmeter. Die anderen tun sich ungemütlich machen. Ich muss weiter. Mann, Mann, Mann. Ich fühle mich morgen noch zu lang bis zum Lager 3. Holle. Das lief auch alles relativ gut. Die Bedingungen waren, es war etwas stürmisch gewesen. Und wir haben dann im Lager 3 nochmal die ganze Ausrüstung gecheckt. Und es war eigentlich klar gewesen, dass wir abends um 8 aufsteigen. Es ist natürlich schwierig, in der Dunkelheit dann alles zusammenzusuchen und Steigeisen an und die Klamotten alle an. Und es war dann schon so eine Lichterkette, so von 20, 30 Leuten, die vor uns waren. Sherpas waren vor uns gewesen. Geplant war dann bis zu dem Sattel auf 7800 Meter hochzukommen, um dann im Morgengrauen, wenn es wieder hell wird, mit der Kletterei auf den Gipfel zu beginnen. Es war dann kurz vor Mitternacht, wo man merkte, dass eine gewisse Unruhe im oberen Teil des Hangs zu verzeichnen war und dass die ersten Sherpas umgedreht, also die ersten Porter wieder umgedreht sind. Und allgemeine Ansage war gewesen, wir brechen ab. Es ist eigentlich eine Situation, wo man dann sagt, eigentlich scheiße, dass das jetzt so ist, aber es überwiegt schon der Sicherheits- und Überlebensgedanke, dass man sagt, es das Wichtigste ist, und das haben wir uns ja alle vorgenommen, hier heil wieder runterzukommen. Und es wurde auch gar nicht groß diskutiert. Wir waren vielleicht auf 7400 Meter gewesen, es war kurz vor Mitternacht, es hat gestürmt und die Bedingungen waren absolut riskant. Es konnte jederzeit wieder eine Lawine abgehen, also sind wir wieder umgedreht. Ein Großteil der Truppenteile sind sogar noch in Lager 2 abgestiegen. Ich selber habe den verheerenden Fehler gemacht und bin in der Nacht nach oben geblieben, zusammen mit Steve, dem Amerikaner, und den zwei Porters von uns. Aber wir hatten nichts mit. Wir hatten weder einen Schlafsack mit, noch eine Isomatte. Also wir saßen mehr oder weniger die ganze Nacht im Zelt, jeder in einem, und saukalt war es gewesen, gestürmt hat es. Und also an Schlaf war nicht zu denken gewesen. Und wir sind dann nächsten Morgen um 5 unter stürmischsten Bedingungen haben wir dann die Zelte wieder eingepackt und sind dann runter. Und so war eigentlich das Abenteuer relativ schnell wieder beendet gewesen. Und dann hieß es schon wieder packen. Und es stand ja noch der lange Rückweg wieder von knapp 80, 90 Kilometern zurück. Und so zieht sich das nochmal elendelang hin. Aber nach 4 Tagen waren wir dann wieder da und man trifft dann wieder auf Zivilisation. Man kann sich das erste Mal wieder waschen, man kann wieder mal auf eine Toilette gehen, was unter unseren Bedingungen ja auch keine Toiletten in dem Sinne sind, aber man hat wenigstens wieder mal einen ganz kleinen privaten Bereich, was man eben da oben nicht hat. Das ist alles wieder anders und man lernt sowas dann schon schätzen, dass es so viele Nebensächlichkeiten gibt im Leben oder was man im Urlaub so oft für Wertigkeiten hat. Das spielt dort hinten alles keine Rolle. Da überwiegt die Natur, da überwiegen diese Augenblicke, wenn man von einem Lager 1 oder von einem Lager 2 in der Abenddämmerung oder wenn die Sonne untergeht, auf diese riesigen Berge, auf diese Gletscher schaut, die sich wie Flüsse unter dir langziehen. Man denkt, das fließt und dabei ist das ja alles steht. Es bewegt sich zwar, aber man spürt es ja nicht so. Das sind alles unvergessliche Erlebnisse und das möchte man einfach nie missen. Und selbst wenn es für viele, auch für mich, absolut an die Grenze geht, ist es trotzdem ein unvergessliches Erlebnis, mal an so einer Expedition auf einen 8000er mal mit dran teilhaben zu dürfen.